So viele interessierte Naturbeobachter waren auf dem Gelände des Wasserwerks der Gelsenwasser AG nur selten zu sehen. Hintergrund der Aktion war eine Ferienmaßnahme mit Grundschulkindern. Ohne passende Ausstattung ist eine Naturbeobachtung natürlich nicht durchführbar. Deshalb gab es für jedes Kind vor Exkursionsbeginn erstmal ein Fernglas und eine Einweisung. Bei uns beim Wasserwerk geht es natürlich immer ums Wasser und Wasser ist ein Gut aus der Natur und deswegen wollen wir gucken, dass es auch der Natur gut geht und das ist hier im Wasserwerk ideal, weil wir nicht nur viel Wasser, sondern auch unheimlich viel Natur haben, viele Tiere, viele Pflanzen, die man hier entdecken kann. Ja, wir haben jetzt bei der Frühlingswerkstatt 65 Kinder. In der Herbstwerkstatt ist die Größenordnung ungefähr gleich. In den Sommermonaten kann es ein bisschen mehr sein, weil wir sowohl in der ersten als auch in der zweiten Ferienhälfte anbieten. Und es kommen natürlich auch immer neue dazu, Frischlinge sagen wir dazu. Genau, das sind in diesem Falle 17 neue Kinder. Ein Rundgang folgte. Die ersten Wasservögel zeigen sich. Nester in den Bäumen und am Ufer sind dankbare Objekte für die Naturbeobachtung. Auch Kormorane werden gesichtet. Ob es Eier zu finden gibt? Die Suche beginnt, mit Erfolg. Doch nicht von lebenden Tieren auf dem Gelände, sondern vom Osterhasen versteckt. Naschen erlaubt. Also mir hat eigentlich das Beobachten der Vögel sehr gefallen und es hat auch sehr, also mir hat auch gefallen, also wie gesehen, halt wie einer einen Fisch aus dem Wasser geholt hat. Und gebastelt wurde auch ein Osterhase aus Pappe für ein Nest mit einem Blumentopf. Ein ereignisreicher Vormittag geht zu Ende. Doch die Aktion soll weitergehen, sehr zur Freude der Eltern. Ich finde das total super. Weil ich denke, das ist eine richtig gute Sache und die Kinder werden gut beschäftigt. Wir bieten mehrfach im Jahr in den Ferien das sogenannte Halterner Umweltdiplom an. Das heißt jetzt die Frühlingswerkstatt, im Sommer die Sommerwerkstatt und im Herbst die Herbstwerkstatt. Und wenn die Kinder an drei Veranstaltungen in einem Jahr teilnehmen, erwerben sie ihr Diplom, bekommen eine Urkunde und auch noch einen kleinen Preis. Im Sommer will die Gelsenwasser AG eine weitere Naturbeobachtung im Rahmen der Sommerferien anbieten.